Wo ist die Katrin? Da ist die Katrin! Einen wunderschönen, tollen, genießvollen, genussvollen Donnerstagabend, 21 Uhr. Ich bin die Katrin und du bist hier bei meiner Putzshow. Noch ein Tag, da sind Ferien. Yes! Auch Muttis brauchen das. Nicht mehr morgens so früh aufstehen. Ich freue mich. Wobei, ich kann mir gut vorstellen, dass es erstmal wieder dauert, in einen langen Schlafrhythmus zu kommen. Nee, Quatsch. Kriege ich eigentlich sehr gut hin. Herzlich willkommen bei meiner Putzshow, wo es um das Putzen mit den Produkten von Gymaco geht. Und ich habe mir zur Aufgabe gemacht, und wir haben es gar nicht groß angekündigt, aber diesen Monat haben wir 3 Jahre Putzshow. 3 Jahre. Sagte die Tage eine Kollegin, ja, vor 1,5 Jahren, nix da. 3 Jahre ist das schon her. Ja, ihr erinnert euch, vor 3 Jahren, da war was mit Lockdown und so. Und da haben wir gesagt, komm, ich erkläre dir hier via Video live, wie einfach das Putzen ist. Und ich grüße mein Team da draußen, die heute fleißig schon auf Instagram abgestimmt haben. Kannst du jetzt auch noch machen? Geh gerne auf meinen Instagram-Account, der Dirk blendet das gerne mal ein. Ich habe in meiner Story eine Umfrage laufen. Wie oft putzt du deine Zimmertür? Einmal die Woche? Einmal im Monat? Oder dann, wenn die Sonne den Dreck zum Vorschein bringt? Ja, 75% sind bei Antwort 3 dabei. Me too. C'est moi. Avec moi. Das, ja, warum auch? Ich gehe ganz schnell an der Tür vorbei. Ich sehe das selten. Und direkt vorweg, wenn ich dir gleich hier die Produkte vorstelle, das ist absolute Empfehlung von Gymaco. Ich mache gerne schon mal was anders. Wir sind aber ganz offiziell. Das ist die Empfehlung. Gerade so, wenn du neue Türen hast. Aber wenn ich überlege, wie oft ich schon mit dem Staubsauger gegen die Tür geknallt bin, da brauche ich keine gelbe Faser. Du guckst mich so an. Hallo, Dirk. Hallo, Katrin. Die Silke meint, der Kameramann soll sich vorstellen. Hallo Silke. Der Kameramann, der Toningenieur, macht das Mischpult, das Licht. Den Schnitt. Den Schnitt, richtig. Die Regie. Und ja, er liest dir noch ein bisschen vor. Deswegen vielen Dank für die ganzen Fragen, da gehen wir gleich drauf ein. Aber erstmal die Fotos. Und Fragen der Woche. Und meine Sendung trägt Früchte. Ihr habt gar nicht mehr so viele Fragen. Läuft bei euch. Dank meiner Erklärvideos. So soll es sein. Und ich habe mich bewusst auch heute für das Thema Türreinigen entschieden, weil das mit Abstand das meistgeguckte Video ist. Naja, nee, Fensterputzen ist noch mehr. Aber mit fast 10.000 Aufrufen ist das... Weiß man nicht, wie man Türen putzt? Ich meine, ich habe mich nie damit aus dem Thema auseinandergesetzt, bis die Frage kam, Katrin, wie machst du eigentlich meine Tür sauber? In den letzten 28 Tagen ist das 1000-mal angesehen worden. Ja, gucke mal. Ja. Und ich sag dir auch, weil die Sonne reinkommt und gerade bei uns, wir haben so 2 Türen in der Flucht, wenn die Sonne hier durch das große Fenster reinscheint, siehst du alles. Machst du Rollen runter. Gut, fangen wir also an mit den Fotos. Ich war bei einer Einzelberatung. Gestern. Und ich hatte mich schon gewundert, die Kundin hatte das im Status gepostet und ich denke, hat die doch den Ofen an? Der ist neu, deswegen. Und das ist ein cooles Teil, der kann nämlich Holz und Pellets. Und wir haben ja jetzt 2 Jahre den Ofen in Gebrauch, 2 Jahre, ne? 3 Jahre. Und ich habe vorher immer in der Theorie erzählt, wie man den reinigt. Und hier zum Beispiel ist außenrum Speckstein. Ah, sag ich, weiß ich, wie du den reinigst. Alles super. Und natürlich auch die Scheibe. Ich, Dussel, habe natürlich kein Vorher-Foto gemacht. Stellt euch einfach folgendes Foto, das nächste, einfach in der Mitte etwas dunkler vor. Und so sieht's aus mit unserem Eschex. Easy. Hier reicht auch ein Tuch, weil die Scheibe ist einfach wahnsinnig klein. Die Frage kam auch, Katrin, wie oft machst du den sauber? Naja, wenn ich es vorher nicht mehr sehen kann. Auch hier gilt,
wenn Ruß auf Ruß auf Ruß auf Ruß auf Ruß kommt, naja, dann dauert es halt auch wieder, das alles runterzunehmen, schichtweise. Ich habe wieder schöne Nachrichten von euch bekommen. Fangen wir mal hier oben an. Ja, in meinem Instagram-Account und auch in meinem WhatsApp-Status nehme ich dich in meinen Gemaco-Alltag mit. Ich zeige dir also hier und da, was ich mal putze. Ich zeige jetzt nicht jeden Tag, wie ich spüle, wie ich mein Ceranfeld mit dem tollen Zitronenbalsam sauber mache. Aber so hier und da, so ein paar Griffe, einfach um nochmal zu sagen, ach stimmt, muss ich auch nochmal machen. Thema Fußleisten. Was sagte mir eine Freundin? Katrin, wieso machst du deine Bürotür nicht zu? Wie sah das denn aus? Ich mache die jede Woche sauber. Ja, jeder anders, ich nicht. Ich mache sie bis heute nicht jede Woche sauber. Und dann kam hier also ein lieben Dank aufgrund meines Status. Das ist immer so, ja, dass ich dich daran teilhaben lasse an meinem Alltag. Die Frage hier unten erstmal, bevor wir uns oben den großen Text nähern. Gibt es Geschenkgutscheine? Ja. Finde ich eine tolle Idee. Könnte ich eigentlich mal komplett hier verschenken. Jeder hat doch mindestens ein Familienmitglied, der schon alles hat. Der, die alles hat. Da denkst du jedes Mal, was kann ich dem oder derjenigen noch was Gutes tun? Ein Geschenkgutschein. Den stelle ich aus, den kaufst du bei mir. Natürlich ist er dann auch nur bei mir einlösbar. Über einen Online-Shop, whatever. Das funktioniert. Vielen lieben Dank, C. für die Frage. Und ganz oben, da habe ich mich so drüber gefreut. Letzte Woche habe ich dir hier unseren Küchenhygienereiniger nochmal vorgestellt, mit den Möglichkeiten, was alles machbar ist, damit zu reinigen. Und dann kommt hier Katrin, der war eigentlich immer ein Stiefkind bei uns, bis jetzt. Vielen lieben Dank. Hab direkt mal, irgendwann hat mir noch geschrieben, hab direkt mal die ganzen Türklinken sauber gemacht. Das soll so sein. Ich hoffe, ich kann dich mit meiner Energy motivieren, zu Hause wieder Gas zu geben. Viele Sachen sind so schnell erledigt. Gut, das war's. Können wir eigentlich jetzt schon mal auf die Fragen? Nee, wir machen bitte erst das Video. Oder? Wir zeigen erstmal ganz schnell. Wir haben ja gemerkt, im Vergleich von vor 2 Jahren, da waren die Videos alle noch ein bisschen länger. Aber wir sind ja selber so geworden, ne? Oder wir gucken einfach viel, viel schneller. Und deswegen habe ich auch hier schnell zusammengeschnitten, wie ich die Tür reinige. Gucken wir uns das mal an. Sind die Fragen der Woche zu Ende? Ja, die Fragen der Woche sind zu Ende. So aufmerksam. Also. Das Video. Das Video. Bitte nicht verzweifeln, wenn es um die Tür geht. Denn das geht ganz einfach. Also, du Tuch gelb nass gemacht. Dazu habe ich den Kraftreiniger genommen. Bäm. Einmal auf die nasse Faser gesprüht und dann wird gewischt. Anschließend mit einem Profituch nass nachwischen. Gerade um Restreiniger. Boah, hast du das gesehen? Und dann das Trockentuch zum Nachtrocknen. Mehr ist es nicht. Fertig. Das waren jetzt hier, glaube ich, 29 Sekunden. Aber für die ganze Tür brauchst du ein bisschen mehr. Aber hier habe ich sogar 2-3 Mal, weil ich ja nochmal zwischendurch die Position geändert habe. Geht auch über Klinken, oben drüber, alles. Mit folgenden Produkten. Tada! Da bin ich. Tada! Unser gelbes Duo-Tuch. Gelb deswegen, weil das die Faser für empfindliche Oberflächen ist. Unser Staubtuch funktioniert super auf empfindlichen Oberflächen, auch nass. In der Größe, im Doppelpack mit einem grünen gibt es das im Moment auch im Angebot. Ich zeige dir aber auch mal ein kleines Tuch. Dazu aber gleich mehr. Und nächstes Produkt. Damit habe ich zwar nicht geputzt, aber wenn du den schon zu Hause hast, du bist sogar noch schneller mit dem Handschuh, weil du besser umgreifen kannst. Zack, zack, dann machst du mit der hier die Tür auf, gehst auf die Innenseite. So eine Tür hat ja 2 Seiten. Macht also Sinn, auch beide Seiten zu reinigen. Und dann über den Griff, zack, 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 zack. Reinigungshandschuh. Auch wunderbar bei Pflanzen zu entstauben. Kann man ganz vorsichtig drüber gehen. Okay. Das Tuch habe ich nass gemacht und dann kam direkt der Kraftreiniger drauf. Was hatte die Tage gestern eine Kunden? Habe ich eigentlich zum hohen Verbrauch. Katrin, ich brauche schon wieder einen Kanister. Nein.
weil das ist ja ein Spülersatz auch. Und alles, was auch in der Küche gereinigt werden möchte, da darf der Kraftreiniger dran. Und überleg mal bitte, wie viel Zeit du am Tag in der Küche verbringst. Da kommt der einfach oft zum Einsatz. Hier aber super auf den Türen, Fingerabdrücke, leichte Verschmutzungen, geht super. Pumpe nicht vergessen. Die weiße, hatte ich jetzt wieder einen Warenkorb, da waren zwei graue drin. Die Schaumpumpe macht Schaum, die Sprühkopf macht Sprühnebel. Ist nur für Geruchsentferner und Imprägnierspray. Also nur zwei Reiniger, brauchen eine graue, der Rest weiß. Danach nachwischen. Gerade durch den Kraftreiniger kann es natürlich sein, dass du ein bisschen Schaum auf der, also leichte Schaumbildung, auf der Oberfläche hast und auch schon mal den ersten Schmutz gelöst hast. Den nimmst du runter mit Profituch und da ist es egal, die Farbe. Ich hatte jetzt die Fenstertücher noch sauber, weil ich die Fenster nicht geputzt habe. Also habe ich grün genommen im Video. Bei den Tüchern ist die Farbe egal. Im Katalog ist im Wohnbereich, dazu gehören die Wohntüren, Zimmertüren, gelb. Du darfst aber auch grau benutzen zum Beispiel. Und ganz wichtig, danach natürlich nachtrocknen. Mit unserem Trockentuch hier in gelb, ich habe es mal in grau. Warum? Ich habe ihn schon so oft vorgestellt. Noch 2 Wochen ist er verfügbar. Besser gesagt nur bis zum 11. Unser Einsteiger-Set. Da ist nämlich der Kraftreiniger drin. In einem anderen Duft, ist ideal. Sanitärreiniger, Glasreiniger, das grüne Tuch und die Tücher. Wenn du aber sagst, Katrin, jetzt mich loslegen, tausch mir das, dann mache ich das. Dann nehme ich das grüne Tuch raus und pack dir das gelbe rein. Frag mich. Das funktioniert. Wir reden miteinander. Also ich tausche gerne. Und der Eimer ist so. Der ist übrigens super praktisch für auf die Fensterbank zu stellen. Mal von hier unten, ne? Der steht halt auf der Fensterbank. Besser als ein runder. Das waren die Produkte, mit denen ich alles gereinigt habe. Und jetzt gucken wir uns mal die Fragen an, die im Chat sind. Jetzt kommt der Dirk zum Einsatz. Die Silke möchte gerne einen Tipp für Holztüren haben. Ja, grün-gelb. Kannst du beides nehmen. Die sind ja in den seltenen Fällen offenporig. Meistens sind sie lackiert. Silke, schreib mir das gerne mal in den Chat, ob sie lackiert sind. Aber da kannst du auch Kraftreiniger. Und wenn die so Verschachtungen haben, wie heißen die denn? Nicht Verschachtungen, sondern... Wie heißen die Türen, die so Muster haben? Mustertüren. Nein. Du weißt, was ich meine? Nee. Wir haben so Rillen. Wir haben Rillen. Aber es gibt doch diese Landhausstil, die Türen, die so eingesetzt sind. Wie meine Geschwister, die haben die, ja. Ich denke, du weißt, was ich meine. Da empfehle ich dir definitiv den Handschuh. Ist einfach handlicher. Besser. An der Decke ist es Stuck. Stimmt. Das sind aber, die haben einen bestimmten Namen. Aber ich kenne meine tolle Community, die schreiben das gleich. Wetten, Gabi wird es wissen. Oder Ursula? Ist Ursula echt da? Müsste ich jetzt nachgucken. No. Also, erste Frage. Wie bekomme ich Rost weg? Gar nicht. Rost ist in der Oberfläche drin. Egal wo. Bei Fasern rausschneiden, bei Fliesen rausschlagen. So banal es klingt, aber Rost ist drinnen. Es ist möglich, das aufzubleichen, aber dann ist der Rost immer noch da und der Fleck wird halt nur heller. Und da wäre ich ganz vorsichtig, wo das ist. Nachher wird es nur schlimmer. Leider. So. Ich habe Haare. Ist ja ein, achso, Entschuldigung, ich gehe noch nach. Rost ist ja ein chemischer Prozess, der nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Es wird oxidiert. Das wollte ich von dir hören, Schlaumeier. Haribo, an der Nähmaschine und an der Heizung. Sag ich erstmal, das sind super Geheimverstecke. Da war das Kind richtig, richtig schlau. Fürs nächste Mal, wenn ich Süßigkeitenverbot habe, verstecke ich das einfach mal in der Heizung. Gummibärchen ist eine klebrige Substanz. Kommt auf die Oberfläche an, aber bei der Heizung darfst du gerne auch den Intensivreiniger verwenden.
Und wo noch? Nähmaschine, Kraftreiniger. Und grüne Faser. Definitiv. Man kann bei vielen Heizungen das Gitter oben übrigens abmachen. An der Seite sind so Klammern. Und auch dazu gibt es garantiert in diesem schönen Universum YouTube ein Tutorial. Einfach auch, mal nachgucken. Auch eins von dir für die Heizung. Ja, aber ich habe nicht gezeigt, wie ich es abgemacht habe. Ne, sieht man nicht. Aber ich habe es abbekommen, deswegen weiß ich das ja. Heizung reinigen. Rote Beete aus der Hose. Rote Beete. Das habe ich eben nochmal nachgeschlagen. Und zwar in unserer schlauen Nachschlagewerk. Es gibt eine schöne Übersicht, die hatten wir schon mal. In welcher Sendung war das? Übersicht. Übersicht. Und zwar, wir haben ja 3 Reiniger für textile Oberflächen. Wir haben das Fleckenpulver, Spray and Wash und die Spray Wash Gallseife. Einmal fest, einmal flüssig und das Waschmittel. Und Rote Beete gehört zu Gemüse und deswegen Fleckenpulver. Fleckenpulver ist für nicht fettige, aber bleichbare Flecken. Auch hier ausprobieren, immer an einer nicht sichtbaren Stelle. Ob die Oberfläche, die Textur das mitmacht. Ja. Und immer großflächig arbeiten. Ne? Also wenn du mit Wasser arbeitest, in dem Fall auf den Fleck, aber dann wieder auf dem Sofa von Kante zu Kante, sonst hast du danach Wasserränder. Fleckenpulver ist auch im Moment noch im Angebot. Ne? 11.04. Haltet euch das bitte im Terminkalender fest. Nicht, dass es naja heißt, ah Mensch Katrin, ich bin zwar mit der Putzshow im Urlaub die nächsten 2 Wochen, aber über meinen Status im WhatsApp, Nummer hast du garantiert, sonst kommst du nochmal hier, oder über Instagram werde ich nochmal über das Auslaufen der Aktion informieren. Das sind so die einzigen Male, wo auch mal reine Produkte kommen. Aber im Moment ist das Fleckenpulver noch für 9,90 € statt 12,90 € im Angebot. Da. Mit dem Waschsack XL. Noch eine Frage? Ja. Wie bekomme ich Möhren aus dem Ranzen, also Möhrenflecken aus dem Ranzen raus? Möhrenflecken? Ja, Möhren. Läuft ja auch. Naja gut, aber Ranzen, was für ein Ranzen? Ein Lederranzen, ein Stoffranzen, ansonsten Kunststoffoberfläche. Ich habe ja Mäppchen reinigen. Ist die gleiche Oberfläche, also gleiche Struktur wie beim Ranzen. Da funktioniert der Intensivreiniger. Und immer wieder grüne Faser. Probiert es erstmal damit und mit Wasser und damit Reiniger. Ranzen hat natürlich auch eine leicht angeraute Oberfläche. Also bedenke das, wenn du da mit einem Intensivreiniger arbeitest, das gibt Schaum. Also wenig Reiniger nehmen. Kaugummi aus dem Teppich. Ist das eigentlich das gleiche Kind? Den würde ich aber nicht nochmal essen. Kaugummi im Teppich. Ich habe jetzt den Teppich unserer Tochter gereinigt. Leder und Polster Aktivschaum, grüne Faser. Und dann vorsichtig. Und was auch gut geht, erstmal mit der Silikonbürste leicht anrauen. Funktioniert. Aber kommt drauf an, wie lange der Kaugummi da schon drin ist. Fett aus der Gardine. Allerdings ist das Fensterkit eher. Da weiß ich nicht, ob das reines Fett ist. Das ist Fensterkit. Was hast du denn bisher schon ausprobiert? Aus der Gardine, also mit, dass es aus der Gardine rausgeht. Schreib mir das mal bitte, bevor wir jetzt alle Möglichkeiten aufschreiben. Ach, guck der Georg übrigens zu. Ich habe gerade deine Nachricht bekommen, also vor der Sendung. Ja, ich schicke immer noch das Poster raus. Natürlich, das Poster. So sieht's aus. 2 Seiten kann man aufklappen, gibt es nicht als PDF. Weil kein Drucker macht das mit. Deswegen haben wir das irgendwann Poster getauft. Schicke ich gerne zu. Da kannst du nachlesen, für was welche Fasern sind, wo die eingesetzt werden und die Reiniger. Ich brauche dafür aber bitte deine Adresse, lieber Georg. Und wenn du das haben möchtest, schreib mir bitte an meine WhatsApp-Nummer einfach die Adresse und Name natürlich. Dann geht's raus. Und den Wunsch. Naja, und bitte immer natürlich dazu schreiben, also nachdem du hier sowieso den Daumen oben da gelassen hast. Boah, Katrin, super Putzschau, gucke ich total gerne und schick mir doch bitte das Poster zu. So ein paar Blumen vorweg finde ich immer super. Ja, das ist... Dankeschön.
genau wie wenn du gleich einfach hier drauf drückst und sagst, fand ich super, lass einen Daumen oben da. Wir haben noch LED-Kerzen, wie bekomme ich die wieder sauber? Was ist da für eine Verschmutzung dran? Bitte sei so lieb, Gegenstand nennen und aus was besteht die LED-Kerze, gegebenenfalls Kunststoff. Aber was ist für eine Verschmutzung dran? Ist da mal so umgefallen? Ist die nur verstaubt? Das ist noch wichtig zu wissen für die Lösung. Eine Türenfrage. Ja. Wie bekomme ich Schokocreme von der Tür runter? Das ist also ein sehr einfallsreiches Kind. Wie das gleiche Kind. Man weiß es. So, Schokocreme. Hier, hier und hier. Schoko ist fettig, geht damit weg. Eingangs sagte ich, dass ich das, was ich dir eben im Video gezeigt habe, eine ganz klare Empfehlung ist, wie Gemarco das empfiehlt. Wenn man im Produktkompass, das ist so eine Reinigungslösung in 4 Schritten auf unserer Internetseite, wenn man eingibt, ich möchte gerne meine Zimmertüren reinigen. Ich unterscheide ganz klar zwischen Türen, die ich gerade in meinen Neubau eingebaut habe, und Türen aus dem 80er-Jahre-Bau. Die haben schon so viel erlebt, da darf ich auch mit einer grünen Faser dran. Was soll denn da noch passieren? An unsere übrigens auch. Bin da also so oft schon, wenn wir hier die Lampen raustragen, ne? Wir haben ja unten diesen Dreifuß, der ist schon ganz oft gegengelaufen. Kriegt man auch weg mit der grünen Faser und Kraftreiniger. Noch was? Ja, wie bekomme ich Fensterbilder, die Aufkleber? Glasreiniger. Glasreiniger, super. Aber immer nochmal und nochmal und nochmal, das dauert, und grüne Faser und Glasreiniger. Ist übrigens auch im Einsteigerset drin. Ne? Einsteigerset ist super. Ist übrigens mein meistverkauftes Artikel in dieser Aktion. Kein Zitronenbalsam, wo ich erst gedacht habe. Einsteigerset ist super. Auch für die, die schon haben, alleine mit den kleinen Größen. Hier, Camper oder Wochenendhaus. Für den werde ich übrigens, falls meine Mädels zugucken, nehme ich mit nach Holland. In dieser kleinen, schönen Größe in unser Ferienhaus. Nehme ich mit. Ist übrigens meine Aufgabe auch. Ich darf diesmal aber keine Lebensmittel einpacken, weil ich beim letzten Mal die Hälfte vergessen habe. Hauptsache. Hauptsache, die Lappen waren da. So, also, die Türen mit diesen Kassetten drin. Kassetten! Dankeschön, Ulrike. Dankeschön. Ich wusste es doch. Irgendwo, ja, Kassettentüren. Guck mal, so sind sie. Die Silke schickt dir ein Foto. Es sind halt Holztüren. Silke, ich gucke. Ja, geil, Silke. Guck mal hier. So geht das hier. Gerade noch im Chat. Die jetzt sehen, schon auf dem Handy. Die sehen aus wie bei meinen Eltern. Ja. Ja, auf was die denn? Die Wände unten, die Tür. Ja, ja, aber so sah meine Kinderzimmertür oben aus. Auch mit diesem Griff. Wir hatten auch diese hier so wie Gold, ja. Bronze. Das darfst du. Und bei so einer alten, also die ist älter, oder? Also bei dem Griff, Silke, definitiv grüne Faser. Nimm direkt den Handschuh. Auf jeden Fall. Dankeschön fürs Foto. Man kann es sehr gut erkennen. Habt ihr noch Fragen, dann dürft ihr jetzt gerne damit anfangen, bevor ich beginne, mich langsam zu verabschieden. Erwähnt ihr schon, dass wir nur noch einen Tag Schule haben? Das war jetzt aber auch eine lange Zeit und nicht nur mir, die Kinder sind durch, ich glaube, alle sind durch. Was war das bitte für ein langer Zeitraum? Jetzt wird Zeit. Ich bleibe weiterhin im Büro in den nächsten 2 Wochen. Du übrigens auch, ne? Voll doof eigentlich. Am Ende der Ferien werden auf jeden Fall unsere Kinder selbstständig einkaufen gehen können, weil ich das nicht tun werde. Ich darf auch mal Ferien machen. Nein, ich bin für dich da. Darfst weiterhin natürlich sehr gerne bestellen. Haben wir noch gar nicht eingeblendet, ne? Wir haben einen eigenen Online-Shop. Einfachsauber24.de. Sieht man direkt, ich bin oben in der Ecke mit Foto abgebildet. Dann bist du richtig. Und darüber darfst du bestellen. Es gibt immer noch ein Nachrichtenfeld, da darfst du mir gerne auch eine Nachricht hinterlassen, falls du zum Beispiel halt was tauschen willst. Ne? Ich gebe nochmal das Beispiel. Tausch die Tücher, tausch die Farben. Mach ich.
gib mir 2 Wochen Urlaub und dann sind wir, oh, ich muss mal gerade gucken, was ist das für ein Datum? Moment, ich gucke. Ich gucke, du hast eine Frage. 20. bin ich wieder da. Echt, 20.? Ja, logisch, 6. und 13. 20.04. Hm. Hast du noch was? Hast du einen Tipp gegen Flugrost auf Besteck? Intensivreiniger. Und zwar machst du dir hier Schüsselchen fertig. Hab ich doch hier. Warte, hole ich. Habe ich auch mal ein Video zu gemacht, aber glaube ich nicht auf YouTube veröffentlicht. Es gibt so schöne Plastik-Kunststoffschüsseln. Kennt sich ja jeder. Die sind eigentlich für die Spülmaschine. Da passen aber genau von der Länge rein das Besteck rein. Gut, warmes Wasser, Besteck rein und dann Intensivreiniger draufgeben und langsam einwirken lassen. Ruhig so eine Viertelstunde stehen lassen, das geht. Und Flugrost. Flugrost entsteht in der Spülmaschine dann, habe ich jetzt gelernt, wenn etwas in der, also Rost kann nur mit in die Spülmaschine reingebracht werden. Das heißt, entweder hast du an einem Topf irgendwo hier ein Schräubchen, was rostet, das nicht mein guter Topf, oder an einer Pfanne. Schau dir bitte auch mal deinen Besteckkorb an. Das ist auch Metall, was ummantelt ist. Und wenn da sich von der Ummantelung was gelöst hat, dann fängt das auch an zu oxidieren und dann entsteht Rost. Also Rost wird immer nur mit in die Maschine reingebracht, entsteht nicht automatisch. Hast du gut erklärt? Wahnsinn. Ich habe da ein Seminar besucht, mega. Wenn du Vertriebspartner bist, guck dir das Expertengespräch an, was im Moment angeboten wird, zu einem Thema, was ich hier noch nicht nennen darf. Mega. Also, aber nächsten Monat. Nächsten Monat, wenn die neue Aktion startet, könnt ihr euch auf was Tolles freuen. Und ich sag mal jetzt, nach diesem Expertengespräch würde ich jetzt nochmal Chemie belegen. Wäre ich voll hier. Da wäre ich nicht hier unten bei... Ja, ist so, Chemie war nicht meins, aber mit diesem tollen Expertengespräch sehr zu empfehlen. Mina hat geschrieben. Ja. Hallo zusammen, mal ein kurzes Hallo. Mir ist es immer zu spät, die Sendung, ne? Aber du bringst sie zum Putzen. Du motivierst sie sehr stark dazu, aber sie hat abends keine Lust mehr. Deswegen ist sie nicht live dabei, heute aber schon und sagt Hallo. Hallo Mina, wir haben ja schon ein paar Mal miteinander geschrieben, wenn du die Mina bist, mit der ich hier geschrieben habe. Ja, was, genau. Ach, du hast mir beim letzten Mal auch geschrieben, dass du direkt losgelegt hast, ne? Und zwar... Ja, sie hat jetzt nochmal drunter geschrieben, dass sie immer verspätet guckt. Ja, sie ist es. Ja, genau, hier. Das Foto kam von der Mina letzten Mal. Los geht's mal wieder mit Putzen. Der Vorteil ist ja bei YouTube... Man kann es sich am nächsten Tag angucken. Ich weiß, dass es mit der Uhrzeit echt schwierig ist. Ich habe sogar im Bekanntenkreis Menschen, die jetzt schon im Bett liegen und schlafen, weil sie morgens früh raus müssen. Ja, für uns hat sich einfach die Uhrzeit als gut bewährt. Dann am nächsten Tag angucken. Und ich beantworte ja trotzdem die Fragen. Richtig, Mina? Also, auch wenn sie jetzt nicht live gestellt werden, dann im Nachhinein. Ihr dürft natürlich auch gerne hier unten in die Kommentare schreiben. Das geht ja auch. Das finde ich übrigens eine doofe Bewegung. Ich sollte mal was anderes machen, ne? Nee, das ist auch doof. Silke hat dir noch ein Foto geschickt. Ja. Von der Türklinke. Voll oldschool! Mega! Ey, das weckt Erinnerungen. Das weckt Erinnerungen. Kann man gut erkennen? Ja, sehr geil. Silke, geil. Ja, also grüne Faser. Alles, was so verschnörkelt ist, wie auch bei den Kassettentüren, bin ich ein Freund vom Handschuh. Ganz einfach. Und die Fasern, die einzelnen hier, die Struktur, die kommt halt super in die Verschachtelung rein. Du lachst schon wieder. Mina, ist es zu spät, deswegen guckt sie später, weil sie muss es dann sofort ausprobieren. Ach so. Habe ich denn jetzt noch was ich jetzt noch motivierend angeben kann? Ich habe noch ein Video im Petto. Das denke ich, werde ich nächste Woche raushauen und dann erst da in 2 Wochen, also in 3 Wochen dann in der Podshow drauf eingehen. Das ist halt speziell, hat was mit Haustieren zu tun. Jetzt aber genug verraten. Wichtig ist, dass wir uns in 3 Wochen wiedersehen und deswegen wünsche ich dir jetzt einen ganz tollen Abend.
Danke, wenn du dir das Video später anguckst und dir die Zeit dafür genommen hast. Vielen, vielen Dank. Und bis dahin wünsche ich dir, du lachst schon wieder. Das heißt immer, da kommt noch was. Nein? Was denn? Lach doch nicht so. Während meiner Abmoderation. Die putzmotivierende Power. Das sollte ich mir als T-Shirt drucken lassen. Ich habe ja eh immer das Gleiche an. Putzmotivierende oder putzmotivierende? Motivierende. Motivierende. Ich bin gerne die Putzmutti. Ich bin nächste Woche in einer Putzparty. Die sind alle über 10 Jahre jünger als ich. Dem bringe ich noch was bei. Auch darüber werde ich dich informieren in meinem Status und auf Instagram. Jetzt bin ich aber raus. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Putzen. Bleib gesund. Deine Katrin. Tschüss.